Nach den gestrigen Inflationsdaten aus den USA zunächst eine Rallye, aber dann ein ziemlich heftiger Abverkauf der Dow Jones von dem Hochpunkt der Rallye bis zum Tagestief 550 Punkte verloren. Aber dann erschien ein Artikel des Fed-Flüsterers, auch genannt das Mouthpiece der Fed, weil man davon ausgeht, dass dieser Journalist, gemeint ist Nick Timiraos vom Wall Street Journal, Botschaften der Fed an die Märkte sendet. Das ist aber nicht immer ganz klar. Ist das jetzt eine Botschaft der Fed oder ist das seine persönliche Meinung? Jedenfalls hat Nick Timiraos mit einem Artikel gestern nochmal die Märkte gerettet vor diesem Abverkauf. Hier sehen wir mal CPI, die Märkte enthusiasmiert. Die Inflation war praktisch wie erwartet, nur in der Vorjahreskennzahl CPI 4,93 statt 5% erwartet. Ein riesiger Unterschied. However, wir sehen, wie dann diese Rallye saftig abverkauft wurde und dann dieser Timiraos-Artikel im Wall Street Journal erschien. Was da drin stand, das wollen wir uns gleich mal anschauen. Und dieser Abverkauf an den Märkten, dieser zwischenzeitliche Sell-Off, den wir gesehen haben nach den CPI-Daten, der könnte auch ausgelöst gewesen sein durch Bitcoin, das von über 28.200 in wenigen Sekunden bis fast $26.800 gefallen war. Warum? Nun, die Liquidität scheint immer dünner zu werden, nachdem die amerikanischen Regulatoren im Prinzip die Schlinge immer enger ziehen. Deswegen haben sich immer mehr Market Maker, amerikanische Market Maker, aus diesem Markt verabschiedet. Man versucht ja jetzt, glaube ich, Coinbase war es, die versuchen in den Vereinigten Arabischen Emiraten Fuß zu fassen, das Ganze von dort aus zu steuern. Aber es zieht sich eben die Schlinge ein bisschen zusammen für die Kryptos, offenkundig in Sachen Regulatorik immer weniger Market Maker haben darauf Bock. Aber jetzt schauen wir uns mal diesen Artikel an von Nick Timiraos, warum die April-Inflationsdaten den Plan der Fed bekräftigen könnten, erstmal eine Pause einzulegen. Der vorletzte Absatz hier ist entscheidend. Die Fed wird wahrscheinlich die Sommerzeit nutzen im Juni und wahrscheinlich oder vielleicht auch im Juli und erstmal abwarten und dann im September nochmal neu die Lage beurteilen, wie die Dinge sich entwickelt haben in Sachen Wirtschaft, in Sachen Inflation, in Sachen Bankenkrise. Wie gesagt, nicht ganz klar, ist das wirklich eine Message der Fed oder ist das irgendwie eine Einschätzung nur der Privatperson des Journalisten Nick Timiraos? Hier sehen wir nochmal die gestrigen Inflationsdaten. Wir haben ja nach wie vor Anstiege von 0,4% zum Vormonat. Wir haben in der Kernrate einen Anstieg von 5,5%. Das ist ja nach wie vor happig. Schauen wir uns mal die Haupttreiber an. Jetzt in den letzten zwei Jahren oder seit dem Hoch letzten Juni 9,1 auf jetzt 4,9% Inflation in der Headline CPI. Jedenfalls sehen wir da, dass Gasoline, also Benzin, Gebrauchtwagen, medizinische Dienste, Apparel, also Kleidung, Bekleidung und solche Geschichten, neue Autos, das hat das Ganze nach unten getrieben. Dagegen Transport, außerhalb Essen und Shelter nach wie vor die Kategorien, die die Preise maßgeblich treiben. Getrieben dann auch durch diesen Artikel vor allem von Nick Timiraos die Wall Street. Der Dow leichte Minus, der Nasdaq 1% im Plus. Wir sehen auch bei den einzelnen Komponenten Technology wieder ganz klar vorne. Und hier sehen wir mal die sogenannte Heatmap. Da sehen wir eine Apple, eine Microsoft, eine Google, vor allem eine Amazon, die haben das Ganze getrieben. 65% der Aktien im S&P 500 sind gestern gefallen, also praktisch zwei Drittel könnte man sagen. Aber diese wenigen, und zwar durchschnittlich, sind diese zwei Drittel der Aktien um 1,34% gefallen. Aber die Schwergewichte Microsoft, Google, Amazon und so weiter haben es mal wieder rausgeholt. Und so sehen wir den nächsten Tag die nächste innere Schwäche, der Breadth, die Marktbreite stimmt nicht. Wir sehen die Advanced Decline-Linie, immer mehr Aktien fallen und der Index steigt trotzdem. Trotzdem neues Allzeit-Tief dieser Betrachtung, by the way, also noch nie gab es eine so schlechte Marktbreite bei steigenden Kursen. Hier sehen wir links nochmal die Reaktion des Dow Jones. Boof erstmal nach oben, bei den Inflationsdaten booms, dann nach unten 550 Punkte und dann Nick Timiraos mit der Rettung. Hier sehen wir auch diese seltsame Kerze im S&P 500 Daily hier im rechten Chart.
Also ziemlich langer Docht und dann eine ganz schmale Kerze. Wir sehen, dass die Banken gestern wieder unter Druck waren. Regionalbanken auch zunächst mit einer Rallye nach den Inflationsdaten, dann harter Abverkauf. Dann eine ziemlich mickrige Erholung, anders als jetzt etwa beim Nasdaq. Das gilt auch für den KBW, also den Bankenindex oder das ETF, das diesen Index abbildet. Wir haben jetzt die höchsten Zinsen seit dem Jahr 2008 und eine massiv invertierte Zinskurve. Fristentransformation ist das Stichwort. Das tut den Banken weh, wenn praktisch längere Fristen praktisch niedriger rentieren als kürzere Fristen. Damit fällt eigentlich das Geschäftsmodell oder ist das Geschäftsmodell von Banken mindestens erschwert. Hier sehen wir mal die Erwartung jetzt der Märkte in Sachen Zinsen. Wir gehen davon aus, oder die Märkte gehen davon aus, dass wir jetzt den Zinsgipfel gesehen haben und jetzt nur noch Zinssenkungen sehen werden in den nächsten Monaten, respektive auf den nächsten Sitzungen. Und hier sehen wir mal den Unterschied zwischen dem, was die Märkte, die Fed Fund Futures sagen, und dem, was die Fed selber sagt in den Dotplots. Auch in den Äußerungen von FED-Mitgliedern ziemlich gewaltig. Und schauen wir mal, 26. Juli, das ist dann die übernächste Sitzung der US-Notenbank, da eine Wahrscheinlichkeit von 42%, dass die FED die Zinsen senkt. Also schon bei der nächsten Sitzung, okay? Und dabei hat Jerome Powell immer gesagt, also wir werden erst aufhören, wenn wir bei 2% Inflation sind, da sind wir noch ein Stück weit drüber weg, vor allem in der Kernrate, also das ist noch lange nicht der Fall. Und hier sehen wir mal oben, vielleicht können Sie das lesen, vielleicht auch nicht, Shelter, also diese so wichtige Komponente, die ist jetzt nur noch in Anführungszeichen 8,1% gestiegen, die ist auch nur zum Vormonat um 0,4% gestiegen. Die Hoffnung der Zinswende-Anhänger ist, dass diese Kategorie ihren Hochpunkt gesehen haben. Wir werden sehen, den Hochpunkt jedenfalls scheint eben diese Kernrate nicht wirklich hinter sich zu haben. Und wie ich gestern schon zeigte, es sind vor allem die Sticky Parts, also die dauerhaften, die klebrigen Faktoren, die nicht runterkommen, die flexiblen Faktoren, wie so zum Beispiel Gebrauchtwagen oder so, da sehen wir ein anderes Bild. Aber hier sehen wir nochmal Services, PCE-Deflator, Services, Housing und Utilities und Services ex-Housing. Das ist für Jerome Powell und die FED offenkundig jetzt das Kriterium schlechthin. Supercore, wie manche auch sagen, also die Superkernrate. Hier sehen wir hier in Orange, oder was das für eine Form ist, das geht weiter nach oben, also auch hier keinerlei Zeichen einer wirklich rapide fallenden Inflation. Und gucken wir mal, wie die Dinge sich verteuert haben. Die Löhne sind in den letzten zwei Jahren, die Löhne sind 10,5% gestiegen. Wir haben dennoch Benzin, obwohl das jetzt eher in den letzten Monaten die Inflation nach unten gebracht hat, aber 26% teurer geworden. Also viele Kategorien, die mindestens zweistellige Preisanstiege haben. Und die Frage ist jetzt, wenn wir hier links mal in dieser Grafik sehen, die Inflationsentwicklung, wir hatten ja nur zuletzt in den 70er, 80er Jahren eine so hohe Inflation und dann in den 40er Jahren, klar, Krieg, Militärausgaben. Werden wir jetzt eher so ein 40er-Jahre-Muster sehen, ein 70er-Jahre-Muster, oder wird diese Inflation plötzlich wieder verschwinden? Gute Frage. Heute vielleicht die nächste Indikation durch die Erzeugerpreise in den USA, die im letzten Monat ja überraschenderweise gefallen waren, in diesem Monat jedoch wieder leicht steigen dürften, so die Prognosen. Hier unten sehen Sie mal die Erzeugerpreise, und jetzt kommen wir to the markets im Daily. Der Nasdaq schon ziemlich an Anschlag, Stochastik, sehr, RSI extrem hoch, schon weit über dem überkauften Bereich eigentlich. Also das wird jetzt eine enge Kiste, zumal Jim Cramer jetzt gesagt hat, also er ist von Amazon überzeugt, da könnte das Cloud Growth überzeugen, und damit ist das Schicksal von Amazon fast schon besiegelt. Wir erinnern uns an seine Empfehlungen von First Republic Bank, Silicon Valley Bank, Coinbase und so weiter. Der Mann hat wirklich das goldene Timing. Und wenn wir jetzt nochmal zu Tech kommen, hier Apple Suppliers, also Zulieferer von Apple, die haben jetzt den dritten Monat in Folge fallende Absätze melden müssen, wenngleich der Fall jetzt ein bisschen sich verlangsamt hat. Wir sind nach wie vor deutlich unter Druck. Auch die Apple-Zahlen waren ja, was die Umsätze betrifft, jetzt nicht gerade so berauschend. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem wichtigen deutschen Unternehmen, das auch für Handys viele Dinge herstellt, gerade auch für Apple iPhones. Und er sagte, also bei uns
läuft da praktisch gar nichts. Das ist richtig mies, was da passiert. Apple aber hat seine Zahlen wahrscheinlich wunderbar wieder aufgemotzt. Keine Ahnung, wie man das gemacht hat. Jedenfalls Taiwan, Vietnam, überall, Südkorea, überall miserable Nachfrage nach Elektronik, nach Smartphones. Und da bin ich gespannt, wie Apple dann das nächste Quartal abschneiden wird. Sei es drum, wir sehen in China jedenfalls, dass wir fast schon Deflation haben. Die Verbraucherpreise sind um 0,1% gefallen nach VPI. Zum Vorjahresmonat um 0,1% gestiegen. Die Erzeugerpreise weiter im Sinkflug mit minus 3,6%. Und chinesische Aktien deswegen auch schwächer heute, weil man sich Sorgen macht um das Wachstum. Diese China-Wachstumsstory, die ist endgültig erledigt. Ich hatte immer wieder gemahnt, dass man hier das Wachstum in China überschätzen würde. Und nicht überschätzen konnte man fast die Inflationsentwicklung, wenn wir jetzt nach Europa kommen, von Großbritannien. Hier sehen wir über 10% heute. Die Entscheidung der Bank of England, man erwartet eine 25 Basispunkte Zinsanhebung. Das bedeutet, dass die Bank of England ähnlich wie die EZB noch nicht fertig ist und wir sind fertig mit der Atomkraft. Jetzt ein Artikel in der Washington Post, die ja nicht gerade als rechts gilt, sondern als Vertreter des Liberalismus, wenn man so will, des eher linken Liberalismus in den USA. Im April schaltete Deutschland seine letzten AKWs ab. Greenpeace feierte den Abschluss einer jahrzehntelangen Kampagne. Die Organisation feierte eine Umweltkatastrophe, die der Rest vermeiden sollte. Also es ist jetzt nicht so, dass wir als leuchtendes Vorbild dastehen, indem wir in einer Energiekrise Energiequellen abschalten. Da kann man nicht erwarten, dass die Welt staunend daneben steht und sagt, boah, ihr Deutschen seid genial. Das Gegenteil ist der Fall. Die Franzosen haben jetzt den weiteren Ausbau von Atomkraft beschlossen mit überragender Mehrheit. Wenn wir es wirklich ernst meinen würden mit dieser Kritik an der Atomkraft, dann dürften wir eigentlich keinen Atomstrom aus Frankreich importieren. Aber das geht nicht, weil wir sonst ein Riesenproblem haben. Also nehmen wir den Atomstrom genauso wie wir aus Frankreich, genauso wie wir das schmutzige, ökologisch völlig sinnfreie Fracking-Gas aus den USA oder Katar oder wo auch immer hernehmen. Hauptsache, wir haben die Atomkraftwerke abgeschaltet. Das muss mir einer erklären. Jetzt will Habeck nochmal deutsche Investitionen oder Investitionen deutscher Firmen in China überprüfen. Also ihnen sagen, ihr dürft jetzt praktisch nicht mehr oder nur unter bestimmten Auflagen etc. in China investieren. Und da sagte Daniel Stelter, Planwirtschaft gesteuert von Reichen und den Vettern, die wollen den Abstieg Deutschlands unumkehrbar machen, sollten sie nur 4 Jahre dafür Zeit haben. Und man kann nur sagen, voll im Plan. Ja, das kann man wirklich sagen. Hier möchte ich Ihnen empfehlen, Seda Sumunchu hat eine kurze, saftige Kritik an der aktuellen Bundesregierung gegeben. Er sagt, das ist aus meiner Sicht die schlechteste Bundesregierung, die wir jemals gesehen haben. Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Ich finde das sehr, sehr bedenkenswert, was der Fernsehmann, der Komiker, der als Komiker auftritt, hier gesagt hat. Bedenkenswert auch. Die EU will jetzt bestimmte Pflanzenschutzmittel weiter verbieten oder in bestimmten Gebieten dürfen die nicht mehr eingesetzt werden. Das könnte dazu führen, dass in Deutschland kein Kartoffel- und Spargelanbau mehr rentabel ist, denn die Ernte würde viel schlechter ohne diese Mittel. Damit lohnt sich das für die Bauern nicht mehr. Also auch wir wieder so eine Art Verbotspolitik. Man macht eine Planwirtschaft von oben. Der Bauernpräsident sagt, das ist weltfremd, was da passiert. Aber gut, es passiert halt. Und abschließend 2 Empfehlungen noch neben dieser Einschätzung von Sumunchu hier. Betongold ist wohl doch kein Gold. Hier sehen wir die Immobilienaktien massiv unter Druck. In Relation sind sie so billig wie nie zuvor. Klar, mit den Zinsen sind die Immobilienpreise gefallen. DAX, Bullen oder Bären, wer setzt sich durch? Das ist dann die nächste Empfehlung. Also 2 Artikel von Finanzmarktwelt. Und diese Rede von Sumunchu und 14,30 die Erzeugerpreise da rein schon bei Finanzmarktwelt. Das Marktgeflüster heute einen Ticken früher. Ich sage Servus und Ciao.